Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview-Video von der Admiral Hipper, dem Tier 8 Kreuzer der Deutschen. Zu Beginn will ich euch ganz kurz ein bisschen was zu Admiral Hipper sagen. Ursprünglich war der Admiral Hipper ein schwerer Kreuzer und ist auch das namensgebende Schiff der Admiral Hipper Klasse im Zweiten Weltkrieg natürlich. Der Kreuzer wurde als Kreuzer H bestellt und war das zweite Schiff seiner Klasse eigentlich. Weil das Typschiff sollte Blücher sein, allerdings gab es Bauverzögerungen und dementsprechend ist die Admiral Hipper als erstes und damit dann als Namensgeber auf die Weltmeere gekommen. Das Schiff wurde nach Franz von Hipper, Befehlshaber der Aufklärungsstreitgriffe in der Skagerrak-Schlacht und späteren Oberbefehlshaber der Hochseeflotte der Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg benannt. Also von dem her ein sehr hochrenommierter Namensgeber. Ansonsten, was ist noch zu ihr zu sagen? Die Baukosten waren damals unglaubliche 85.860.000 Mark. Ist vom Stapel gelaufen am 6. Februar 1937 und die Indienststellung erfolgte am 29. April 1939. Wurde am 3. Mai dann 1945 gesprengt. Wurde dann zwar nochmal tauglich gemacht, aber auch nur, um sie wieder dann final zu versenken, weil die im Dock selber gesprengt worden ist. Das Schiff selber, so wie man hier sieht, ist 205 Meter lang, hat einen maximalen Tiefgang von 7,2 Metern. Die Verdrängung hat standesgemäß 14.500 Tonnen betragen, durch die Konstruktion oder maximal waren es sogar 18.491. Besatzung bestand bei 1382 bis 1599 Mann. Also es ist schon Wahnsinn, wie viele Leute hier gerichtet und gedient haben. Die Maschine bestand auf 12 Dampfkesseln, ein Dreisatz Getriebeturbinen, hatte in der Realität 133.631 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 32,6 Knoten. Das ist im Spiel etwas weniger. Und zwar sehen wir 32,3 Knoten. Wir springen mal in die Module und sehen, dass er auch in Anführungszeichen hier nur 110.000 PS hat. Also 23.000 weniger als eigentlich sein müsste. Ansonsten gibt es zwei Modifikationen oder Verbesserungen. Und zwar ist es ein besserer Rumpf. Da kann man den B-Rumpf und dafür bekommt man 7 Flaklafetten mehr. Und mehr Hitpoints, dass er 43.800 dann beinhaltet und eine Verbesserung der Reichweite auf dann in Summe 17,7 Kilometer, was unglaublich gut ist. Und wenn man jetzt auch noch den Kapitän oder auch natürlich in dem Fall den Skill dann hat, dann nochmal verbessert. Also Wahnsinn. Dann gibt es einen Katapultjäger, also es gibt hier keinen Aufklärer. Man kann aber dafür das Flakfeuer aktivieren, wenn man will, oder das hydrostatische Sonar. So, ich glaube, dann haben wir hier das Wichtigste gesagt, gezeigt. Wir gehen hier nochmal auf die Hitpoints 43.800 eben mit dem B-Rumpf an. Es gibt hier ein Geschwader, allerdings bin ich bei dem Messerschmitt BF109G etwas verwundert, weil eigentlich hatte die Arado, wenn ich mich nicht täusche, als Begleitflugzeug. Aber na gut, werden schon wissen, was sie machen. Dann eben viermal die 203 mm Geschosse, unglaublich. Viermal drei Torpedowerfer. Und ansonsten, glaube ich, werden wir viel Spaß mit ihr haben. Und nun schauen wir uns einfach mal das Schiff im Spiel an. Also, wir springen rein. So, und direkt nach dem Hafen und den Stats des einzelnen Schiffes schauen wir uns jetzt auch noch einen kleinen Wettbewerbsvergleich an. Ich hatte ja angekündigt, dass wir direkt ins Gefecht springen, aber nein, wir ziehen den Wettbewerbsvergleich noch vor und schauen uns dabei die Admiral Hipper, die Mogami und die New Orleans an. Und da gehen wir erstmal auf diesen ersten Punkt. Das sind natürlich das Thema Trefferpunkte und wie ihr seht, die Trefferpunkte sind 43.800 bei der Admiral Hipper. Und man muss jetzt hier dazu sagen, das sind die nicht ausgebauten Werte, weil die ausgebauten Werte sind 35.400 bei der New Orleans
und 39.100 bei der Mogami. Also da ist die Mogami schon nochmal näher dran an der Hipper, aber die Hipper ist bei knapp 8 bzw. 4.000 Hitpoints da verbessert. Allerdings die Panzerung dann wieder bei den anderen beiden besser, also kann natürlich auch den Ausschlag geben. Besonders, und das ist das Alleinstellungsmerkmal der Deutschen, ist die Hauptbatterie, weil ihr seht, die Reichweite ist bei 17,7 Kilometer bei der Hipper. Bei der Orleans ist es in ausgebautem Zustand 16,2 und bei der Mogami lediglich 15,1. Das heißt, die Mogami könnt ihr in der Form 2,6 Kilometer früher angreifen als umgekehrt und auch die Orleans 1,5 Kilometer. Also das ist wirklich sehr viel. Die Torpedoreichweite ist bei 6 Kilometern und 10 Kilometer bei den Japanern eben typisch. Die New Orleans hat keinen einzigen Torpedo. Flugabwehr, auch da ein kleines Wort dazu. Die Mogami hat ausgebaut eine Flugabwehrwertung von 38, die Orleans ist bei 50 und die Hipper dabei 40. Das heißt, die liegt da so knapp über der Mogami, aber immer noch deutlich weiter weg von der New Orleans. Manövrierfähigkeit, natürlich ein ganz wichtiger Punkt für einen Kreuzer. Und da seht ihr ganz gut, dass wir von der Ruderstellzeit her mit 8,6 Sekunden da den besten Wert haben. 9 Sekunden bei den New Orleans, 9,3 bei der Mogami. Auch der Wendekreis ist mit 740 Metern ordentlich. Bisschen weniger als die Mogami, aber doch nochmal deutlich mehr als die New Orleans. Und die Geschwindigkeit, und da sind wir dann wiederum die langsamsten, mit 32,3 Knoten. Da fährt uns die Mogami flott davon mit 35 Knoten und auch die New Orleans mit 33,1 ist da ein wenig schneller. So wie bei der Oberflächensichtbarkeit aber allerdings auch. Da ist die New Orleans und die Mogami auf einem sehr ähnlichen Wert. Beide um die 12 Kilometer, 12,5 aus der Luft erkennbar bei 7,5 und der Admiral Hipper bei 14,2 oder auch bei 9 Kilometer aus der Luft. Also das sind jetzt erstmal die Werte von dem Schiff. Aber nun, wie versprochen, sehen wir uns die Fähigkeiten im Spiel direkt an. Bis gleich. So, und dann sind wir jetzt gleich auf der Karte Gefahrenherd, sind hier mit unserer Admiral Hipper Top-Tier. Und dementsprechend hoffen wir, dass wir hier gleich richtig viel Spaß haben werden. Man sieht hier, es gibt hier auch andere Tester. Dementsprechend auch nochmal eine zweite Admiral Hipper. Hier in dem Fall ohne Tarnung. Und meine eben auch. Habe ich vergessen zu aktivieren. Aber sei es drum. Ich werde jetzt nicht direkt auf C drauf fahren, weil wie gesagt, dann ist gerade aktuell gerne mit den Deutschen immer First Target. Und dementsprechend will ich jetzt hier dem Gegner mal nicht direkt die Chance geben, mich direkt wegzunehmen. Aber die Reichweite ist halt Wahnsinn. 17,6 Kilometer ist unglaublich. Und wenn jetzt der Kapitän auch noch den Skill hat, dass es verbessert wird, ja, dann könnt ihr euch schon ausmalen. Und das für einen Kreuzer eben. So, von hinten, da sind schon wieder die ersten Gegner, deswegen muss ich sagen, bin ich jetzt kein großer Fan dieser Karte, weil irgendwo hat man immer das Pech. The enemy team has taken the lead. Aber jetzt hier mal ein bisschen hinten ran schleichen und dann hoffen, dass man einen Gegner hat, der sich davon überraschen lässt. Und man wird natürlich immer drauf angesprochen, wie auch hier, ist ja logisch, die meisten Leute warten darauf und wollen auch endlich da Zug packen können. So, da vorne ist doch jetzt ein bisschen was an Möglichkeiten.
Die Mogami wäre ein schönes Ziel. Die Atago, Entschuldigung. Aber kommt erstmal hinter die erste Insel. Ist noch leider für mich so in der Form nicht beschießbar. Jetzt allerdings. Und da konnten die schon ganz gut. In dem Fall schon die ersten 3000 Schaden. Aber jetzt muss ich auf die Tierpitz aufpassen. 6 Kilometer übrigens Reichweite der Tops. Und sehr schnell, 64 Knoten, das ist top. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Tierpitz hier in unserem schweren Kreuzer, so sage ich jetzt einfach mal, schon nerven können. Erstmal probiere ich ein bisschen AP aus, um euch mal den Unterschied zu zeigen auf dem Schlachtschiff in dem Fall. Normalerweise würde man ja sinnvoll AP schießen, ganz klar. Aber ihr seht, 5 Treffer, 2500, und jetzt laden wir auf HE um. So, jetzt kommt hier die Kartenbegrenzung, da drehe ich so rein, dass ich rechts wieder schnell weiter die Verfolgung aufnehmen kann. 2 Treffer, 1500 Schaden und angezündet. Und nochmal. Hier haben wir die Einzelstreuung auch immer schön zu sehen. Aber Tirpitz brennt jetzt ganz gut. Na, jetzt fliegt sie weg. Nochmal einmal im Brand gesteckt. Also jetzt könnte es auch mein Kill sein durch den Brandschaden. 59 HP. Nein, jetzt sind die Schüsse vorbei. Aber die dürften hoffentlich jetzt wenigstens einer ins Ziel finden und dann ist es mein Kill. So ist es. Hinterhalb, da ist die nächste Tierpitz. Also gerade die Gegner stark besetzt. Ich will euch nur mal kurz zeigen, weil das ist ja auch immer so ein Thema, Torpedo. Sehr gut, variabel und Geschwindigkeit und auch natürlich die Anzahl. Perfekt. Aber die Geschwindigkeit ist super gut, die von denen. Damit kann man richtig was anstellen. So, da die nächste Tierpitz. Brennt die auch so gut wie sein Bruder gerade eben. Oder seine Schwester. Hat mich jetzt auch als Ziel ausgemacht. Löst die Torps für wen auch immer, weil da ist keiner. Also so peu à peu werden die HP weniger. Und die Mogami da drüben, die ist schon so gut wie weg. Das heißt, wir konzentrieren uns weiterhin auf die Tierpitz. Die gegnerische Hauptarmada ist noch nördlich von uns. Ich glaube, ich drehe auch gleich ab.
um denen da entgegenzufahren und nicht hier die einzige verbliebene Tirpitz zu jagen. Weil da ist genug Team da, die das auch noch machen. Aber wir liegen ja aktuell noch super vorne, aber es ist auch noch alles hier möglich. Wobei noch schon zwei in Führung. Bis jetzt läuft es ganz gut. Schade, dass man noch keinen wirklichen gegnerischen Kreuzer vor die Flinte bekommen hat, weil da machen die Geschütze schon ordentlich Rabums. Mit AP. Aber wie gesagt, aufgrund der Reichweite kann man jetzt hier auch schön lange noch auf die wirken. Und jetzt die Pensacola im Nahkampf auf eine Tirpitz mit Torpedos. Das ist natürlich mutig. Also wenn ich in der Tirpitz sitzen würde, würde ich mich jetzt über diesen Moment, hätte ich mich jetzt noch sehr gefreut. Mal schauen, ob das... Aber wurde nicht bestraft, also Glück gehabt für die Pense. Bin jetzt entdeckt, bin die ganze Zeit offen. Aber auch wenn da vorne jetzt eine Übermacht auf mich sein wird, aber aufgrund der Tickets und einfach weil ich euch doch noch ein bisschen was mehr zeigen will, fahre ich jetzt so rein, wie man es eigentlich vielleicht sonst bitte nicht machen sollte. Zwar ein bisschen aggressiv. Otsuki, gut möglich, dass da von der Tops gekommen sind. Auf jeden Fall die Panzer habe ich erwischt. Und auch noch den Zerstörer. Zweimal in Brand gesteckt. Drei Zieltreffer. Alter, echt jetzt? Ja. Und ist jetzt auch weg. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Kenne ich. Und jetzt fahre ich aber nicht auf die beiden drauf. Also das wäre dann doch ein bisschen zu sehr Suizid. Sondern schieß hier aus der Distanz auf die nächste Tirpitz. Ist ja so gefühlt mein Lieblingsgegner die Runde. Ah, der gehen in den. In die Insel. Aber wie gesagt, wir liegen gut in Führung. Und von dem her läuft es bisher sehr solide. Die zwei kamen auch gut an. ...130 Tickets noch. Also von dem her... ...alles... ...für uns, würde ich jetzt mal aktuell sagen. Da ist jetzt die Ranger. Da wird auch schon von hinten fleißig geschossen. Natürlich, so ein Flugzeugträger ist immer ein begehrliches Ziel. Und dementsprechend auch ich schließe mich dem an und schieße da jetzt noch ein bisschen drauf und sammle ein wenig Schaden.
Ist natürlich dankbares Ziel, ohne Frage. Und wenn ich den Kill mache, mache ich, ist das nämlich die spielentscheidende Situation. Also auch das ist natürlich so ein kleiner Anreiz. Schön ausgewichen, aber schade. Spiel ist schon vorbei. Aber unterm Strich, glaube ich, hat man doch viel von dem Schiff gesehen und mitbekommen. Und das ist in erster Instanz mal das Wichtigste. Knapp 100 Zieltreffer, dann eine Zitadelle dank dem Flugzeugträger. Und für Brände haben wir auch reichlich gesorgt. Hab mich hier ins Mittelfeld spielen können. Und war unterm Strich dann mit 60.000 Schaden doch noch ganz gut dabei. Gerade die Brände haben dann doch viel ausgemacht und ein Kill war in Ordnung. Von dem her, das war's zur Admiral Hipper, aber wird nicht das letzte Spiel sein, was ihr von mir mit der seht. Also bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.